Leute, 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 herzlich willkommen. Wir spielen eine weitere Runde Scattershot und diesmal testen wir nicht mehr die Kreissägen. Was mache ich denn da? Warum place ich denn die Tag zuerst? Ich bin so stupid. Stupid, stupid, stupid me. Einfach dumm. Nee, dumm. Dumm, 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 dumm. Das ist leider einfach dumm. Ich darf da diese Tag nicht zuerst platzieren. So, hier habe ich gelernt, dass da Selmir. Und bilden ist neu. Zack. Zack, und hier war das. Ne, wo war das denn jetzt? Die zweite Combination davon. Warte mal, so, so. Hm. Das können wir da eigentlich wegmachen, ne? Ja, kann man auf jeden Fall machen, denke ich. So, meanwhile. Mehr Ressourcen platzieren. Yes, yes, yes. Oh, hier muss ich aufpassen, dass die Windturbine nicht dagegen knallt. Ich hoffe mal, das reicht hier. Der Space. Die andere da leider ein bisschen weit vorne platziert. Wir gucken, was unser Gegner macht. Hm. Tja. Hm. Ich weiß ja nicht. Wir platzieren mal einen Sniper. Der hat da irgendwas reinplatziert, was wir da nicht haben wollen. Ansonsten, nächste Mine gönnen wir uns doch mal direkt, oder? Oder gönnen wir uns zuerst Dorages? Oh, scheiße, jetzt können wir da gar nicht mehr die Dings platzieren. Den können wir gar nicht mehr weiterziehen. So eine Scheiße. Wir haben uns so ein bisschen selber genutzt. Hm. Na, wir können ja hier noch so machen. Gucken, ob das funktioniert. Also hier, na, vielleicht. Gucken wir mal, ob wir da was raufplacen können. Da platzieren wir mal das drauf. Boah, das geht doch. So, sieht doch annehmbar aus. So, zack. Ne, es sind tatsächlich Windturbinen gewesen. Ich hätte gedacht, dass da was anderes platziert wurde. Aber den Smoke Launcher nehmen wir raus. Also hier mit Smoke Launcher wollen wir ja gar nicht erst kommen. Hör mal. Lieber Herr Gegenspieler auf der anderen Seite. Ja, aber hier haben wir jetzt echt so ein kleines Logistikproblem, würde ich behaupten. Na, gucken wir mal, was da so passiert. Er baut schon direkt angewinkeltes Metall gegen die Kreissägen oder so. Ich weiß nicht, was er damit vorhat. Wir brauchen jetzt hier noch mehr Ressourcen für unsere T2-Technologie. Und da ist es. Zack. Rübergucken. Hier auf dem Hotkey legen. Ich muss meine Hotkeys wieder anpassen, das muss ich mir noch merken. Und wir behalten die Technologie. Wir wollen uns die Kreissägen ja nicht wirklich ganz verwehren und vielleicht die Nuke da hinten noch platzieren. Gucken wir mal. Wir bauen jetzt gleich erstmal hier den Slot auf, wo wir unsere Waffen reinsetzen wollen. Hallo? Ich möchte von da weiterbauen. Warum kann ich nicht von da weiterbauen? Das ist doch ein Scherz jetzt. This gotta be a joke. Ich weiß ja nicht, ob das hier so sinnvoll ist, was ich da gerade fabriziere. Aber solange es irgendwie hält, soll mir das egal sein. So, schöne lange Streben, das ist der Hauptsinn dieser Konstruktion. Es sieht gar nicht mal so kacke aus, wenn ich ehrlich sein möchte. Da müssen wir gleich mal wieder rüber gucken, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Hier bringen wir ein bisschen Holz rein und hier müssen wir mal ein bisschen Verstrebung aktivieren. Dass wir nicht gleich wieder abrasseln, wie die letzten Male auf dieser blöden Map. Blöde ist hier nicht. Wo schießt der? Hallo? Warum schießen sie einfach Smoke in die Luft? what are you doing? What are you doing, Stepbro? Ja, nee. Nochmal hier so eine Strebe rein, I guess. Da nochmal eine Strebe rein, dass wir hier auch wirklich nicht abkrachen. Dann vielleicht hier nochmal eine Strebe rein. Dann da nochmal eine Strebe rein. Und dann platzieren wir mal unsere Waffen, wa? So, hier nochmal rein. Mit den Seilen, ne, wie ihr das gerade gesehen habt, das ist immer eine gute Strategie. Oh, da kommt eine Flak. Interesting. Das ist immer eine gute Strategie, was soll ich denn hier überhaupt sagen? Hör mal. Da gehen wir jetzt halt da noch für die eine Strebe. Das ist hier auch nicht so alles geplant. Aber naja, egal. Ist jetzt, wie es ist. Hier ein bisschen wenigstens Microdoor. Aber auch nicht sehr viel. Nächste Kanone mittlerweile mal platzieren. Ups, my bad. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Wir gucken jetzt die ganze Zeit nicht rüber, was er macht. Aber das soll uns auch an dieser Stelle mal kurz egal sein. Wenn er da mit Smoke Launchern experimentieren will. Ich meine, will ich ihm nicht verdenken. Soll er machen. Wir bereiten dann hier unseren Schlachtzug vor. Unseren Feldzug. So, Schachzug. Was habe ich gesagt? Schlachtzug. Was ist denn ein Schlachtzug, Alter? Was sind das für Türen, Bro? What are those for Türen, Alter?
Ich brauch einen Upgrade-Sender, einfach nur, um das da hinten zu bestrafen, was der da fabriziert. Erstmal noch eine Batterie gönnen, weil warum nicht? Oh, er schießt. Aber ich verliere leider den Sniper, unangenehm. Hier sollte ich ein bisschen mehr Holz platzieren. Ja, das brauchen wir für später. Ziehen wir dann einfach mal hier so runter. Das ist halt, wie gesagt, hier die schwächste Stelle. Ne? Ich reinforce die jetzt einfach mal, weil ich nicht will, dass sie reißt. Wir haben ja noch ein bisschen mehr Reinforcement, aber... Na, das klappt ja auch nicht. Na. Also klappt es, aber mehr können wir von da aus irgendwie nicht erlangen. Naja, gucken wir mal. So, Fähigkeit ist noch nicht aufgeladen, von daher einfach mal drauf gehalten. Alter, hat die einen Spray. Ohne Fähigkeit. So. Da ist ordentlich was an Türen abgesagt. Wir haben leider unsere Dings nicht vergessen nachzubauen. Ah, komm, platzieren wir mal mit Tür. Eine Kreissäge in so einem Game müssen wir halt schon haben. Weil wir können ja nicht ohne Kreissägen kommen. Ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal. So, den auf 1. Kreissäge auf 3. Klonk. Und zack. Erste Flak. Zweite Flak. Fähigkeit aktivieren. Und ungefähr so. Ja, wir hätten ihn da wahrscheinlich killen können, hätten wir ein bisschen Aim. Bisschen mehr Aim als, ja, als Steffen oder so, ne? Das würde schon reichen. Lol, Front. Out of nowhere. Oder wenn er das hier sieht, würde er wahrscheinlich nicht, aber. Ich freue mich. Das ist natürlich auch fies, ne? Dass man die Schussbahn der Dings sieht. Ich platziere jetzt einfach mal eine Kanone ins Offene, ne? I don't give a fuck. Das finde ich gemein. Also, dass man das einfach so sehen darf. Mit der Kreissäge, das macht die Dinger dann ganz schön OP, muss ich sagen. So, ein bisschen tiefer einfach mal reingehalten. Zack, 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 zack. So, Fähigkeit fast aufgeladen. Da nochmal mit der Kreissäge rein, ein bisschen tiefer. So, Fähigkeit, die laden halt auch die Fähigkeit so unfassbar schnell auf. Das ist insane. Wo sitzt denn da eine Reparaturstation bei ihm und warum? Ja, Scattershot können wir jetzt hier leider irgendwie nicht so wirklich vernünftig testen, aber es ist mal ein bisschen Rank für zwischendurch. Ne? Oh, da saß die Reparaturstation. Die ist jetzt gone. So, ein bisschen tiefer zielen. Und zack. Wir schaffen es aus irgendeinem Grund nicht, ihn vernünftig zu töten. Aber mit dem Sniper, mit dem Doppel... Alter, Scattershot, holy shit, ist steil. Fühlt sich gerade sehr stark an, muss man sagen. Aber das waren auch keine repräsentativen Games, die ich jetzt hier gerade gegen den Dude gespielt habe. Von daher, ich habe mir mal überlegt, vielleicht will ich diese Season nur andere Operator außer Pinchless spielen. Gucken wir mal. Ja, Schrecken und Recken. Ja, jetzt geht's gegen Parasite ran. Auf geht's, Leute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch wie immer einen schönen, spannenden Tag. Viel Spaß im Rank und haut rein.